gotische Kathedrale. Kein Ort für einen Schatz. Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren fetten Folge von Uncharted at Thief's End. Mein Gott, habe ich mich verleiten lassen von dem, was sie sagen. So, wir machen jetzt hier mal weiter. In dieser schönen Landschaft. Da ist die Kathedrale, wo wir nicht hin müssen. Oder? Und hier die Ruinen, wo wir hin müssen. Sowas. Und, was war zwischen Rafe und dir? Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Nö, das stellen wir uns auch lieber nicht vor. Hoppala, hoppala, ganz ruhig. Sam, hör zu, er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Okay. Ist das tief? Ja, suchen wir einen anderen Weg nach unten. Da war eine Sprengung. Ich glaube, hier würden wir sterben. Da hinten ist ein Auto. Okay. Ich muss da einfach eingehen. Vielleicht können wir auch einen Baum halten oder so. Nein, 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 nein! Ja, 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 ja. Okay. Okay. Hier irgendwo runter. Oh doch! Benham! Action wieder am Start. Okay, Leute, wie soll es jetzt hier weitergehen? Hä? Nathan, hier geht's. Ja, natürlich. Alles klar. Das sollte halten. Oh, natürlich hält das. Danke. Ich gehe nach unten, er geht die ganze Zeit nach links, rechts, alles klar. Da weiß er auch komplett Bescheid. Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Schorlein? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Da. Scheiße! Runter! Und alles klar. Okay, hier sind denn doch welche. Okay. Alles okay. Ja. Sehr erfreut, Schorlein. Die haben uns wohl erwartet. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen, sofort. Ganz genau. Natürlich kein Ruinenfriedhof, Alter. Aber. Warum habt ihr nicht neben der Kathedrale gesucht? Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen.
Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen, ja. Meinst Man du, kennt wir finden ihn. Einen Grabstein, auf dem steht, hier liegt Henry Avery, Bestimmt. Geliebter Sohn und berüchtigter Pirat. Ja, wohl kaum. Er will unbedingt unentdeckt bleiben und schreibt dann seinen Namen auf einen Stein. Boah, der war knapp. Gefühlt. Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Was ist denn hier drin? Das müsste natürlich beim Friedhof. Wie öffnen wir diese Tür? So, die braucht man nicht zu öffnen, die Tür. Die Tür meint er wahrscheinlich. Gut, dass er um die Ecke gucken kann. Ist doch gut, das war doch nur ein Versuch. Da kann ich nichts hinschwimmen. Ah, hier. Na, wollen wir wetten? Ja. Ah, hier. Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Natürlich. So. Hey, die Tür ist offen. Das war laut. Ja. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Hey, wir können die gelbe Kiste nehmen. Die gelbe Kiste, alles klar. Ach so. Natürlich. Aber dazu müssen wir das Ding hier aufkriegen. Kann ich auch sprengen bestimmt, oder? Können wir rausklettern. Bitte, nimm Geht das doch. Tür. Huch. Du machst das echt ganz gut. Ich habe in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Ja. Wer kennt's nicht? Kontostand in die Luft gejagt. Bürgschaften in die Luft gejagt. Man kann alles in die Luft jagen. Alles klar. Sie sehen uns nicht. Hat wohl jemand schlecht geschlafen? Joa, Ballerei wieder am Start hier. Ihr Schweine! Hä? Keine Munition mehr, das ist scheiße. Okay, AK-47 ist immer nice. Okay, gut gemacht. Das hätte böse enden können. Ja.
verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht. Moment. Wir müssen erstmal ein bisschen Munition hier aufsammeln. So viel Zeit muss sein. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir sie brauchen werden. Der hat ja immer noch Dynamit. Huh. Beinahe die Luft gesprengt. Beim Nachladen. Hallo? Hallo? Er lässt mich nicht durch. Danke. Die unsichtbare Wand war im Weg. Man kennt sie zu gut. Erstmal über die Leiche wegrollen. Alles wird gut. Na komm. So, los. Auf geht's. Okay, aber ich bin der Meinung, dass er hätte auch die Räuberleiter gereicht. Lauberleiter, wer kennt sie nicht? Mein Gott, heute habe ich aber drauf mit dem Versprechen. Okay, ich hab's. Ah ja, ich hab die Idee des Jahres. Okay, meinst du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. Und jetzt? So. Siehst du? Ziemlich tollpatschig. Ah, da ist. Ja, okay. Ah, ja, ja. Puh. Sam, die Leiter da. Ich komm nicht dran. Okay, warte. Ich komm rüber. Ah. Auf den engen Pass machen wir noch eine Räuberleiter. Die Höhe ist auf jeden Fall viel höher als eben, als wir über das Tor da mussten, wo wir die gelbe Kiste für geholt haben. Okay. Aber hey. Was weiß ich denn schon? Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Warte. Los, ich zieh dich hoch. Ach so, ich hab dann gedacht, wir müssen irgendwann. Gehst du bitte dahin? Danke. Geht doch. Ja, also. Geht doch, Mason. Geht doch. Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas nicht. Runter geht's. Out. Das macht Spaß. Bestimmt. Boah. Schnell hoch. Das macht Spaß. Man folgt dem Ruf der Kälte. Eiskalt. Es wird noch kälter. Ich muss pinkeln. Bring unserem jungen Rekruten noch was bei. Ja, Mai. Wie ging es weiter? Hat er die Revolte beendet? Dank uns konnte er sie beenden. Boah. Als das Gut Geld gemacht. Ausging, hatten wir keinen Grund mehr dort zu bleiben. Den Linken. Ich den Oberst. Ich nehme beide. Es geht schneller. Schon mehr kommen, Leute. Versuchen wir so weiterzumachen. Gute Idee. Vorbereitet? Der Friedhof ist bereit für den reichen Kerl. Die lassen nicht nach, oder?
Die Chefin will Ergebnisse, und zwar gestern. Irgendwas gefunden? Sie haben wohl etwas entdeckt. Genaueres weiß ich nicht. Oh, weil das Spielchen hier mitmachen mit der ganzen Schleicherei hier. Aufgepasst, ich hab was. Geh nach und überprüf das. Bin dran. Ich hab sie hier. Fuck, wir wurden entdeckt. Genau an der Stelle wollte ich mich verstecken. Der war gut. Ich gehe außen rum. Wow, sauber. Granate? Weiß nicht, hier mit Granaten rum, ich glaube, es hackt. Nee. Boah, scheiß die Wand an. Geh doch da hoch. Oh mein Gott. Ja, ja, ich hab dich auch. Oh. Ich kenne das zwar unter dem Namen Granate, aber er kann ruhig auch Bombe sagen. So, das waren glaube ich alle, oder? Alles okay. Natürlich ist alles okay. Das war nicht ohne. Das muss jemand gehört haben. Los, schnell weiter. Nein, die Schießerei hat bestimmt keiner gehört. Die war ja auch total leise. War eine leise Schießerei. Bestimmt nicht aufgefallen. Okay, da muss ich hoch. Okay, haben wir entdeckt. Der Obertatsang-Move auf jeden Fall hier am Start gewesen. Direkt hinter diesen Mauern. Ah, kein Thema. Runter geht's. Ruhig, Mann. So, haben wir auch diese erwischt. Miese Devise. Schade. Vielleicht von hier. Denn hier. Nee.
Sam, hier lang. So. Warum nicht gleich so, Ben? Warum nicht gleich so? Dann müssen wir von hier natürlich à la Tarzan-mäßig. Vorteil ist, die Flecken sind auf jeden Fall alle raus aus der Hose. Okay, vielleicht so. Wir müssen noch mehr rutschen. Das hier sieht etwas gefährlich. Oh, Gott sei Dank. Schaffe ich das auch? Ja, wollen wir mal hoffen, Sam. Besser als Bungee-Springen. Warst du schon mal Bungee-Springen? Nein, aber das hier ist klar besser. Kann man nicht so sagen. Genau, Stonewash-Jeans hergestellt. Ja, das und beschossen werden. In die Luft gejagt. Schlagen, getreten. Okay, okay, verstehe. Mit Messern, Drogen. Drogen? Von hier geht's dann wahrscheinlich so. Und hier hoch, natürlich. So. Gibt es. Okay. Yay. Und jetzt? Muss man aber schon ein gutes Auge für haben, um das hier alles zu erkennen. Was wir natürlich haben. Bist du bereit? Oh, nee, aber ich sehe schon. Boah, Gott sei Dank. Hey, hilf mir mal. Genau. Los. Ich hab's. Los. Let's go. Das sieht recht nice aus. Das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum, Heiliger Dismas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Boah, hier wird aber so einige geben. Bei dem sind zwei Entermesser. Sieht aus, als hätte Rafe hier schon gesucht. Na, toll. Wenigstens hat er keinen Plan, wonach er überhaupt sucht. Nein, er könnte aber Glück haben. Hoffen wir es nicht. Fehler war ein X. Hallo? Warum gab es hier auf einmal so einen Soundeffekt? Wer weiß. Hoppala.
Hawkins? Nein, das ist nicht das Grab, das wir suchen. Bei dem fehlt das Piratensymbol. Okay. Okay, gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien, dann haben wir es. Dann entweihen wir ein paar Gräber. Los. Na dann. Wann ist hier das Parat? Hey, sieh mal hier. Tempus edax rerum. Die gefräßige Zeit. Mann, echt gut drauf, die Leute hier. War das nicht hier? Ach, Mist. Nee, da fehlen die Zeiten. Da fehlt die Datierung. Gut, dass wir hier auf dem Friedhof sind. Gibt's ja zum Glück nur 2-3 Gräber. Keine Schwerter. Das ist es nicht. Oh, die Schwerter passen. Mal sehen. Nee. Die Daten sind falsch. Scheiße. Wie sich da freut? Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Leider falsch. Danke, Vögel. Oder Raben sind sie eher. Nee, ist Datum falsch. Falsches Datum und die Schwerter passen nicht. Ja, ja. Der hier ist gut. Memento. Ich glaube, wir haben. Schwerter passen. Jo. Das ja auch. Sam, komm her. Hast du's? Da. Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehörte er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Hm, ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Lull. Was ist das? Nein. Bist du bereit? Oh, ich bin schon lange bereit. Okay, liebe Leute, das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Echt spannend, diese Folge, wie ich finde. Wir haben es geschafft, das Grab zu finden. Ein bisschen Schießerei, ein bisschen Knallerei. Läuft. Ja, wenn ihr möchtet, lasst gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Abonniert mich bitte und aktiviert die Glocke, damit ihr die nächsten Folgen und Streams nicht verpasst. Bis dann, haut rein.